Willkommen steht hier auf der Fußmatte. Willkommen sag ich. Hallo, ich bin Dennis und das hier ist No One Lives Forever. Teil 1 mit Leichen und korrekt geschriebenen deutschen Wörtern. Das sieht man auch nicht so oft in dem Spiel. Wir müssen jetzt weiter. Wir sind weiterhin im Hotel. Das Frankfurter Hotel oder so heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Oh. Hier geht's nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Hier geht's auch nicht weiter. Verdammt, warum moderiere ich immer an und weiß gar nicht, wo es weitergeht? Wie ärgerlich. Aber müsste es nicht hier... Hallo! Lasst mich durch! Das ist ja komisch. Ich war jetzt fest davon ausgegangen, dass es da weitergeht. Oh, guck mal hier. Hier ist noch Material. The film is entitled Ode to a Daisy bei Inge Wagner. Die Ode, die Frau Wagner gesungen hat. Na, das ist doch schön. Na, seht, da habe ich sogar noch ein Geheimnis gefunden. Aber ich habe noch nicht das Geheimnis herausgefunden. Guten Tag, die Dame. Ist bei Ihnen alles fit im Schritt? Sie staubt hier einfach ab, oder was? Während hier geballert wird, ne? Das ist ja irgendwie verdächtig. Würde ich mal sagen. Ich finde das verdächtig. Na gut, also hier scheint es überall nicht so richtig weiterzugehen. Hier komme ich ja her. Das ist auch eher so. Ich gucke jetzt, seit ich einmal übersehen habe, dass es unter der Treppe weiterging, gucke ich jetzt immer unter der Treppe. Das könnte ja sein, dass es nochmal so ist. Aber hier bin ich hergekommen, oder? Ja, hier ist der Innenhof. Ja, so weit zurück geht's ja nie. Nie im Leben, Freunde. Wir müssen weiter voran. Aber wo? Die verwirrt mich etwas. Es laufen nicht so oft Zivilisten rum und machen tatsächlich irgendwas. Meistens sind sie nur irgendwelche dicken Männer und stehen irgendwo rum einfach. Ja, prevent civilian head for the rooftop. Ja, würde ich ja. Aber... Aber irgendwie kann ich jetzt hier auch nichts... machen. Hier ist eine Matratze. Warum steht hier eigentlich eine Matratze an der Wand? Ist ja auch verwirrend. Head for the rooftop. Ich würde ja durch den Kamin klettern, aber auch das scheint nicht zu gehen. Das ist ja seltsam. Wir müssen... Ja gut, aber hier ist halt nichts. Wir müssen nochmal gucken. Irgendwo muss es ja hier weitergehen. Nein. Das mit der Putzfrau, das finde ich verwirrend. Außerdem sollten wir irgendwie... Ach, guck. Naja, gut. Wow. Was ist da los? Fuck. Wo ist der? Da auf der anderen Seite? Yes! Erwischt. Arsch. Okay, na gut. Speichern wir mal. Auch wenn das jetzt kein so toller Erfolg war. Ich wusste doch, hier ist irgendwas. Die Putzfrau hat darauf hingewiesen, sozusagen, dass hier irgendwas ist. Was passiert hier gerade? Au! Hä? Wieso bin ich denn jetzt runtergefallen? Das habe ich nicht verstanden. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Warum ist hier gerade Erdbeben? Läuft die Frau Wagner gerade irgendwo hin? Was ist denn das? Warum hat er das so komisch ge... Hä? Wo? Wo? Ach man, das nervt, dass man manchmal überhaupt nicht sieht, von wo hier irgendwer schießt. Hä? Hä? Okay, also... Jetzt schrei doch nicht so, Kate. Was soll denn das? Okay, ich bin gerade etwas überfragt von dieser ganzen Situation. Von wo werde ich hier beschossen?
verstehe überhaupt nicht, was das Spiel mir sagen will mit diesem Gewackel und so. Was? Ach, da oben ist einer. Guck mal. Den Kollegen können wir doch mal entsorgen. So. Und das mit dem Klettern, das muss doch jetzt aber auch funktionieren. Ich speichere jetzt erstmal, jetzt wo ich den Typen erledigt habe. So. Aber jetzt hier irgendwie ist jetzt hier nichts mehr mit Klettern. Hä? Wie komme ich jetzt hier rauf? Das ist ja jetzt mal irgendwie Quatsch, oder? Das ist... Ist das ein Bug oder was? Mache ich jetzt hier irgendwas falsch oder? Vorsicht, ja. Ja, toll. Hm. Ach, guck mal, da komme ich hoch. Das ist scheinbar kaputt, die Leiter. Das ist kein Bug, sondern ein Feature. Ha! Das habe ich doch gerade erst bekommen, das Ding. Die coole Gürtelschnalle, mit der ich mich da hochziehen kann. Sie werden nicht erwarten, dass ich hier oben bin. Dann kann ich ja wieder schleichen. Und deswegen habe ich auch schon das Maschinengewehr rausgeholt. So, jetzt bin ich auf dem Dach. Vielleicht hole ich doch erstmal die schallgedämpfte Waffe raus. Halt! Ja, ist ja gut. So. Da ist noch einer. Wow! Direkt vor mir. Das konnte ja keiner ahnen, dass da auch noch einer ist. Da ist immer einer. So. Hier liegt noch ein Brief. Was haben wir denn da Schönes? Ups, ich habe es aus Versehen weggeklickt. Das tut mir leid. Steht aber wahrscheinlich eh nichts Wichtiges drin, so wie immer. Das stimmt ja gar nicht. Wir hatten ja auch schon ein, zwei so eine Dokumente, die tatsächlich ganz interessant waren. Wo wir irgendwie dann über einen geheimen Zugang was gelernt haben oder so. Ich verstecke mich mal hinter der Kiste. Voll Solid Snake-Style hier. Kate kann sich ja auch was abgucken bei den anderen großen Geheimagenten der Videospielgeschichte. So, was ist hier jetzt? Ein Lüftungsschacht. Lüftungsschächte. Das sind immer noch die besten Schächte. Na, besser als Müllschächte, würde ich mal sagen. Au! Entschuldige mal. Was soll der Mist? Wieso können die mich sehen hier oben? Nach aller Videospiel- und Filmlogik bin ich in einem Lüftungsschacht vollkommen sicher. Niemand kann sehen, hören oder wissen, dass ich hier bin. Kill her! Tötet sie! Könnte er ja versuchen. Auf das Dach hier komme ich jetzt... Ja, okay. Danke dafür. Ah, dann nochmal durch den Lüftungsschacht. Diesmal weiß ich ja auch, dass hier Kollegen sind. She's in the air duct. She's in the air duct. Da hast du recht. Es gibt Ärger, ich bin im Air Duct. Air Duct ist ein blöder Begriff. So. Speichern. Wie genau komme ich jetzt hier? Muss ich mich jetzt hier so lang glitschen? Ist das wirklich die Idee dahinter? Stirb! Komme ich jetzt hier runter? Schon da drüben über die Überdachung, oder? Ja. Okay. Ist hier noch irgendwo jemand? Die stehen doch mal mit Vorliebe auf irgendeinem Dach, die Typen. So. Das hat geklappt. Ich bin unten und unverletzt. Naja, unverletzt. Weitestgehend unverletzt. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Frank. Frank oder Frank? Mehlborscht. Please install a security camera above the ivy trellis as intruders have been climbing the wall and entering via the attic. Ja. Eindringlinge kommen öfter mal übers Dach. Das bräuchten wir dringend mal eine Sicherheitskamera. Hahaha. Kleiner Meta-Joke, denn wir sind ja auch so gerade hier reingekommen.
Geht's jetzt hier irgendwie weiter? Nee, ne? Kommen wir ja da auch nicht wieder hoch. Geht's jetzt hier durch die Tür? Auch nicht. Hä? Okay. Habe ich jetzt irgendwas missverstanden? Dass ich hier doch irgendwo hätte oben übers Dach klettern müssen? Aber ich meine, ich muss ja da auch irgendwie wieder hochkommen. Es kann nicht sein, dass das jetzt hier das Ende des Spiels ist, wenn man hier im Hof gelandet ist. Also mindestens, man müsste ja eigentlich mindestens hier wieder irgendwo hochklettern können. Gibt's denn hier keine Leiter oder sowas? Oder wenigstens sowas, wo man sich hochhangeln kann? Mit dem Gürtel? Also an sich sieht's ja da oben so aus, als würde man da irgendwie hochkommen. Kann ich hier irgendwie... Ah, man kann hier hochklettern. Natürlich kann man hier hochklettern. Und nun? Jetzt bin ich hier. Ist ja schon mal schön. Kann ich jetzt hier aufs Dach irgendwie... So. Puh. Was für eine Kletterpartie. Kleiner Zwischenspaß. Ach, shit. Ach, nö. Come on. Das ist aber auch doof, dass man dann da wieder runterrutscht. Und tot, natürlich. Ach, shit. Na gut. Gut, dass ich auf dem Dach gespeichert habe. Man darf hier nicht zu nah an den Rand gehen, da fällt man sofort wieder runter. Was hast denn du da für schöne Geheimnisse versteckt? An die Chefin, Frau Wagner. Unable to locate meat supplies for Oktoberfest dinner. Please have some search the hotel storage facilities. Also sie finden das Fleisch fürs Oktoberfest nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Soll man denn ein Oktoberfest ohne Fleisch oder was? Das ist ja fast so schlimm wie ein Oktoberfest ohne Bier. Und nu? Was soll ich jetzt machen? Leave the hotel without being followed. How do I do that? Hier außen irgendwie lang? Ach, guck mal, hier komme ich doch. Komme ich hier durch ein anderes Fenster irgendwie? Oh, das ist schon sehr glitschig hier, was man hier machen darf. Ah, hier, hallo, hallo, Mademoiselle. Ach, komm. Stirb. Kommt man da aufs Dach hoch? Wahrscheinlich, ne? Aber wir müssen ja jetzt auch eigentlich nicht mehr heimlich vorgehen. Also nicht, dass ich jemals in diesem Spiel heimlich vorgegangen wäre, ernsthaft. Hä? Das sieht doch aber voll so aus, als würde man da hochkommen. Oh Mann, oh. Ach, guck, hier kommt man durchs andere Fenster. Aha. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich dann zu dem Fenster da hinten an der Gebäudeecke. Wie komme ich da jetzt hin? Oh Gott, oh Gott. Das, diese Regenrinne wirkt halt echt nicht so, als könnte man da drauf laufen. Das wirkt alles sehr so wie bei Skyrim, wenn man sich irgendwie den Hügel hochglitscht oder so. Am besten noch auf dem Pferd. Ah, es ist... Oh Gott. Es rumpelt und pumpelt. Heißt das, hier sind wieder irgendwelche anderen Leute oder bin ich das einfach, die Geräusche? Oh oh. Ah! Au. Das sollte passieren, oder? Man sollte in den Bierbottich fallen. Ha, ha, ha. Ich bin im Bier gelandet. So muss es sein. Schönen guten Tag, die Dame. Hallo. Och, nie will einer mit mir reden. Soll das sein? Pizza? Hm. Guten Tag. Goodness, are you all right? Ja, ich schmecke jetzt halt nach Bier. Aber das ist ja jetzt auch nicht das Schlimmste, was einem passieren kann im Leben. So. Guten Tag, guten Tag. Ist da wer? Ist da wer? Die haben echt jede Menge. Soll das Hühnchen sein? Hühnerkeulen, oder? Hm. Hier ist nichts. Sind hier noch irgendwelche Gegner? Out of service. Okay, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Frankfurt Inn. Wir sind weiterhin im schönen Frankfurt Inn. Aber höchstwahrscheinlich nicht in Frankfurt, nehme ich mal an. Oh, was gibt's denn hier so? Frankfurt Gaststätte. Speziell. Wiener Wurstchen. Wiener Schnitzel. Oh, jetzt kommen Gegner, oder? Oh.
Mann, ich wollte mir gerade die Speisekarte durchlesen. Das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Na? War doch noch einer. Der lebt auch noch, oder? Hallo. Kollege. Ja. Hat das bald? Mann, immer diese ewige Unfallanimation, da denke ich immer sonst was. Ja, der Bierbottich ist da hinten. So, ich wollte doch gerade hier lesen. Wiener Schnitzel, das gibt's. Sauerbraten gibt's. Kassler, Rippchen. Fleischgelatin. Mm. Apfelstrudel. Bier, Milch, Kaffee, Tee. Wir haben auch helle, nee, heiße Wiener Würstchen auf einem Stock. Hä? Wiener Würstchen auf einem, okay, verstehe ich nicht. Na gut. Ich bin ja auch eigentlich gar nicht mehr hungrig, ich habe schon gegessen. Der Typ ist aber auch der Running Gag schlechthin, ne? Der ist immer da, er ist immer besoffen. Egal in welchem Level, der war auch schon in Marokko, der ist immer überall. So, die feiern hier hart Oktoberfest, da will ich nicht stören natürlich. Guten Tag, die Damen und Herren. Viel Spaß. She got away. What did you say? I don't think I heard you. She, well, I, Say it! She got away. How is that possible? Perhaps you feel the odds were in her favor. Nein, Fräulein Wagner. Then you're admitting that you failed? Jawohl, Fräulein Wagner, I should be punished. My thoughts exactly. But how shall I punish you? Electrocution would be painful, or perhaps a good beating. But I beg of you, please do not deprive me of the chance to hear you sing. I do not think I could take the pain. Is that so? Then you have just decided your punishment. You will be prohibited from attending my motivational concerts for 1 week. Der arme Kerl. For 2 weeks. Please, be merciful. I do not find pleasure in hurting you this way. But without proper discipline, this organization would fall to ruin. Kaput. I understand. No singing for 2 weeks. Waha! On second thought, perhaps that punishment is too inhumane. Let's go with electrocution instead, hm? Jawohl, Fräulein Wagner. Er dachte schon, er hat Glück gehabt. War gar nicht so dumm von ihm. We should be directly over the wreckage. You'd better get going. What happened to the chivalry? You're not going to tell me it's too dangerous for a wee little lass to go down there by herself. I'm not the one that left the manifest and the captain's log aboard the ship. Well, I'm not the one that scuttled the damn thing. You want me to go? No, I just wanted to argue about it. Wish me luck. Uh-oh. War das so gedacht, dass da jetzt auch ein U-Boot von Harm ist, wenn wir da tauchen gehen nach dem Schiffsmanifest und dem Logbuch des Captains? Ich dachte eigentlich, wir wären da jetzt alleine. Die schon wieder. Make sure you get the shipping manifest and the captain's log. Oh, and if you see a half-empty bottle of Lafroy floating about in my quarters, I'd be much obliged if you'd retrieve that for me. Yes, sir! Das war ein komischer Salut. So? You are a drunk and a coward. You can say what you please about my hobbies and my hygiene. But I swear, if you ever cast aspersions on my manhood again, I'll pound you. I'm not a coward. Your threats don't frighten me. A good beating might knock some of that ugly out of you. Care to find out? I will be in my quarters rehearsing. I am not to be disturbed. That's right. It's the rest of us who'll be disturbed, you bloody great banshee. I have cats in heat that sing prettier than you. Criticism is the refuge of those without the talent or discipline for the pursuit of art. I pity you. And well you should. You call that belling of yours art?
Fart is more like it. Imbecile. Fatty, fatty, fatty. Fatty, fat. Fatty, fatty. Ich bin dankbar für diese intelligenten Gespräche. So, wir sind... da sind wir. Unter Wasser. Wir werden in der nächsten Folge versuchen, das Schiffslogbuch zu finden. Mit dieser etwas eingeschränkten Sicht und wahrscheinlich in einem dieser wunderschönen Unterwasserlevel, wie sie nur Spiele von damals hatten. Nämlich beschissen zu steuern und hässlich aussehend. Nein, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ich kenne den Unterwasserlevel hier noch nicht. Vielleicht überrascht er mich ja und er ist fantastisch. Wir werden es zusammen herausfinden. Gibt's irgendwas Wichtiges noch zu übersetzen aus den letzten Videosequenzen des Spiels? Naja, die Frau Wagner war sauer mit ihrem Sicherheitschef, der dachte, er kriegt's hin, sich rauszureden mit meiner Bestrafung meiner Wahl ist, dass ich sie nicht mehr hören muss für die nächsten Wochen, weil sie ja immer so hässlich singt. Sie dachte zuerst, das wäre genau die richtige Bestrafung, aber dann ist ihr aufgefallen, das ist dann doch zu unmenschlich, ihm ihre wunderschönen Gesang für 2 Wochen zu versagen und deswegen wird er jetzt einfach mit Elektroschocks gequält. Naja, da muss man durch. Schade drum. Wir sind entkommen aus diesem komischen Frankfurt-Innenhotel, wo gerade Oktoberfest gefeiert wird und sind jetzt im Meer vor der Küste, vor der deutschen Küste, wahrscheinlich in der Nordsee oder so, und suchen dort nach dem untergegangenen Frachtschiff, auf dem wir waren und das unser lieber Kollege Herr Goodman mit Bomben versenkt hat. Wir wollen dort das Schiffsmanifest und das Logbuch des Captain finden, das machen wir nächstes Mal. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Macht es gut. Ciao.